Kinder, herzlich willkommen. Ich sitze hier in Wenningstedt am Dorfteich und ich begrüße euch ganz, ganz, ganz herzlich zur Kinderkirche. So, liebe Kinder, nun singen wir das Kinderkircheneingangslied Einfach Spitze, dass du da bist. Und die Bewegungen, die zeigt euch der Pastor Rainer. Erste Strophe, einfach spitze, dass du da bist. Zweite Strophe, einfach spitze, lasst uns. Dritte Strophe, einfach spitze, lasst uns schlafen. Und dann gehen wir locker in die Knie. Vierte Strophe, einfach spitze, lasst uns springen. Und die fünfte Strophe, da drehen wir uns alle. Einfach spitze, lasst uns tanzen. Na, da bin ich ja gespannt, wie das nachher aussieht. Und wie singen wir das Ganze? Wir singen das Ganze laut. Laut. Wie singen wir das? Laut. Wie singen wir das? Laut. Und besonders schön. Schön. Und sehr fröhlich. Drei, vier. Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, komm mir loben, komm dir nach. Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, komm mir loben, komm dir nach. Und klatsch. Einfach spitze, lass uns klatschen. Einfach spitze, lass uns klatschen. Einfach spitze. Hallo Tiffany. Hallo Tini. Geht's dir gut? Ja, mir geht's prima. Und dir? Ja, mir geht es auch gut. Hast du mir heute wieder eine Geschichte mitgebracht? Und den Kindern natürlich auch? Ja, das habe ich. Und ich habe eine sehr interessante Geschichte aus der Bibel mitgebracht. Da geht es um Versuchungen. Oh, Versuchungen. Eieieiei. Das ist so, als wenn ich keine Schokolade essen darf und mach's dann trotzdem und sollte doch lieber Salat essen. Ja, so ungefähr. Und lies mir mal die Geschichte vor, okay? Und dann sprechen wir gleich nochmal darüber. Das machen wir, Tiffany. Die Geschichte heißt Versuchungen. Jesus verbrachte 40 Tage in der Wüste, um dort zu beten. Nach einiger Zeit wurde er aber furchtbar hungrig. Da kam der Teufel und sagte ganz listig: Du könntest doch diese Steine dort in Brot verwandeln, wenn du Gottes Sohn bist. Jesus aber sagte: Der Mensch braucht nicht nur Brot zum Leben. Da nahm der Teufel Jesus mit auf das Dach eines Tempels und sagte: Spring doch! Es heißt doch in der Bibel, dass Gottes Engel dich auffangen. Hui! Jesus aber sagte, dort steht aber auch, dass wir Gott nicht auf die Probe stellen sollen. Schließlich brachte der Teufel Jesus auf einen hohen Berg. Er zeigte ihm alles zu seinen Füßen und sagte, bete mich an und alles, was du siehst, wird dir gehören. Jesus antwortete, es heißt in der Bibel, wir sollen einzig und allein zu unserem Gott beten. Da hatte der Teufel endlich genug und ließ Jesus in Ruhe. Ach, Tini,
Tini, ich glaube, ich weiß, was du mir damit sagen willst. Man soll sich nicht von anderen Menschen zu irgendwas Bösen verleiten lassen und sich überreden lassen, irgendwas zu tun, was man ja eigentlich gar nicht machen will. Stimmt's? Ja, Tiffany, ich glaube, du hast es begriffen. Kinder, das ist gar nicht gut, wenn irgendwelche anderen Kinder oder Erwachsene oder andere Menschen euch überreden wollen, irgendwas zu tun, was ihr gar nicht wollt. Das dürft ihr nicht. Das ist nicht gut. Tiffany, du hast die Geschichte heute wirklich gut verstanden. Ja, Kinder, so ist es. Bleibt bei euch selbst. Danke für diesen guten Morgen, danke für jeden neuen Tag. Danke, dass ich all meine Sorgen auf dich werfen mag. Danke für alle guten Freunde, danke, o Herr, für jedermann. Danke, wenn auch dem größten Feinde ich verzeihen kann. Danke für meine Arbeitsstelle, danke für jedes kleine Glück, danke für alles frohe, helle und für die Musik. Danke für manche Traurigkeiten, danke für jedes gute Wort, danke, dass deine Hand mich leiten will an jedem Ort. Danke, dass ich dein Wort verstehe, danke, dass deinen Geist du gibst, danke, dass in der Fern und Nähe du die Menschen liebst. Danke, dein Heil kennt keine Schranken, danke, ich halte mich fest daran. Danke, ach Herr, ich will dir danken, dass ich danken kann. Wenn einer sagt, ich mag dich, du, ich find dich ehrlich gut, dann krieg ich eine Gänsehaut und auch ein bisschen Mut. La 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 la. Wenn einer sagt, ich brauch dich, du, ich schaff es nicht allein, dann kribbelt es in meinem Bauch, ich fühl mich nicht mehr klein. La 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 la. Wenn einer sagt, komm, geh mit mir, zusammen sind wir was, dann werd ich rot, weil ich mich freu, dann macht das Leben Spaß. La 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 la. Ich sag zu dir, ich hab dich lieb und wär so gern dein Freund. Und das, was du allein nicht schaffst, das schaffen wir vereint. La 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 la. Liebe Kinder, und jetzt beten wir gemeinsam das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr behüte und beschütze dich und halte seine Hand über dir. Amen.